Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Let's Play Hitman Absolution. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei der Story. Also normal, so wie immer, und los geht's. Und jetzt horchen wir zu. Alles mit Taubenkacke. Da ist aber ein sauberes. Es ist so leer hier ohne Kinder. als Priester verkleidet. Auch gut. Part 1. Rosewood. Was hat es eigentlich mit der Kette auf sich? Gut, jetzt müssen wir die Danke. Kleine auch schleppen. Sie sind zurückgekommen, wie Sie es gesagt hatten. Jupp, das sind wir. Ich hatte solche Angst. Kein Problem, jetzt sind wir ja da. Jetzt brauchst du keine Angst mehr zu haben. Und wir können einfach nur laufen. Unser Instinkt nutzt hier uns rein gar nichts. Jupp, schick sehen wir aus. So wie immer. Oh oh. Habt ihr das gesehen? Waren das Schüsse? Psst, leise. Ja. Ich hab Diana versprochen, auf dich aufzupassen. Und das machen wir auch. Also die Synchronstimme passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Sehr, sehr gut gemacht, finde ich. So, jetzt lauf. Wohin müssen wir eigentlich? Keine Ahnung. Ich lauf mal hier hin. Okay, da müssen wir hin. Cool, diese Vorhänge bieten Deckung. Ah, unten kommen welche. Genau, sei leise, Kleines. Ich hoffe, wir werden hier nicht erkannt. Nee, weiter kann ich nicht. Gutes Licht- und Schattenspiel. Der Kerl mag's gerne blutig. Das macht ihn an. Vermutlich wurde er deshalb noch nie geschnappt. Es ist immer noch ein. Okay, so ein Perversling erstmal. Ich glaube, wir können jetzt hier weiter. Komm, kannst du nicht rennen, Junge? Nein, kann er nicht. Gehen wir mal hier rein. Und da ist auch ein Bettchen. Jetzt müssen wir die Kleine nicht mehr rumtragen. Puh. Das ist ein Heiligenschein da. Jetzt, da seht ihr ihn. Ah, oh, das war ja klar. Ich muss den Strom wieder einschalten. Schwester Mary wartet im Keller. Dort treffen wir uns. Okay. Also, ah, da sind wir schon. Also der Übergang ist wirklich cool gemacht. Oh oh. Und da werden die Punkte nochmal eingeblendet. Aus Deutschland, aus der Welt und von einem Kumpel, der sich hier nicht sonderlich gut geschlagen hat, anscheinend. Egal, gehen wir mal hoch. Gibt es hier irgendwie etwas? Nein. Oh oh. Sehen Sie mich so? Nein. Die machen ihn ganz schön fertig. Tja, wenn wir sie nicht finden, reißt Wade uns allen den Arsch auf. Wir müssen Sicherungen beschaffen.
Und die arme Schwester hier. Ihr seid böswillige Killer und habt keinen Stil. So. Noch keine Spur. Keine Sorge, wir finden sie schon. Ja, machen. Okay, haust du mal da bitte ab. Wollen wir uns eine... Nee, der ist schon weg. Okay, wir müssen anscheinend 4 Sicherungen beschaffen. Gut. Ich gehe erstmal hier rein. Was ist das? Das ist ein Buch. Gibt's was Interessantes? Nope, gibt es nicht. Ich gehe mal runter. Ganz vorsichtig natürlich. Ich möchte doch ungern entdeckt werden. Okay, alle sind im anderen Zimmer. Ein Feuerlöscher haben wir. Ah, da ist schon mal eine Sicherung. Die nehme ich mir mal mit. Okay, da sind einige Typen. Da ist jemand. Alter, wie soll ich hier durch? Ich gehe mal wieder hoch. Schnell, 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 schnell. So, hier scheint es doch ein bisschen ruhiger zu sein. Also da hinten ist noch eine Sicherung und die anderen beiden sind, glaube ich, im unteren Stockwerk. Okay. Oh oh, ihr Miesen. Och, die arme Schwester, was ist denn hier passiert? Meine Fresse. Ein Massaker oder wie? Okay, ich gehe mal hier. Zack, zack. Ach, verdammt. Ach nein, wir wurden entdeckt. Abhauen, abhauen. Meine Fresse. Kommen die hier hoch? Ich glaube ja. Okay, bitte kommt nicht her. Bitte kommt nicht her. Was haben wir denn eigentlich im Petto? Ach ja, wenn du wüsstest, was ich mit dir anstellen könnte. Okay, wohin gehen die? Was ist denn eigentlich mit unseren schallgedämpften Waffen passiert? Die hatten wir doch in der... Oh oh, jetzt kommt er hierher. Jetzt kommt er hierher, jetzt müssen wir doch runter. Warum renne ich auch wie so ein Idiot andauernd rum? Okay, was ist hier los? Da könnten wir doch mal hin. Okay. Ich will nur mal reinstibitzen. Oh, verdammt. Oh, oh, hier kommen wir niemals durch. Ohne irgendwie aufzufallen. Ich gehe mal wieder nach oben. Was ist denn das für eine Tür eigentlich? Ja, die sind immer noch hier. Also, ich glaube, den Feuerlöscher nehme ich mal mit. Falls es gar nicht irgendwie anders gehen sollte, dann werde ich ihn mal hinwerfen und darauf schießen. Vielleicht wird sich dadurch die Sicht ein bisschen verschleiern. Okay, jetzt scheint es hier frei zu sein. Nein, immer noch nicht. Also die bearbeiten den Typen dort und ja, wie sollen wir da vorbeikommen? Was liegt denn da auf der Erde? Ganz vorsichtig gehe ich mal ran. Oh oh, jetzt kommt er hier hin. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht entdeckt. Den schnappe ich mir. Den schnappe ich mir. Und zack, Ruhe jetzt. Das Gute ist, wenn man die Klavierseite benutzt, man kann ihn auch... Ah, nein! Oh, das war knapp. Nein, doch. Jetzt hat er uns... Jetzt hat er uns entdeckt. Okay, der soll auch kommen. Den schnappe ich mir auch. So.
So, Ruhe im Karton. Ach, verdammt! Ach, mein. So, jetzt. Oh, Mann, 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 Mann. So, schleppen wir die erstmal alle weg hier. So, du kommst in den Container. Mann, der hat mich so erschreckt, der Typ. Dann hätten wir schon mal 3 Widersacher weniger. Und wir sind nicht aufgefallen. Haben zwar ein paar Minuspunkte kassiert, aber ich pfeife jetzt drauf, wirklich. So, was machen wir mit dem letzten? Nee, eine Knarre haben wir doch. Du musst hier auch weg. Ah, ich weiß, was wir mit ihm machen. Und zwar schmeißen wir ihn in den Fahrstuhlschacht. So, loswerden. Jawohl. So, hier liegen zwar Knarren rum. Aber was soll's? Nein, ich wollte die Knarre. Gut, seht ihr? Hier ist es frei. Können wir den befreien? Oder ist er schon hinüber? Können ich habe nichts getan. Bitte, haben Sie doch ein Herz. Ist okay, Mann. Halt die Klappe. Ich tue dir doch eh nichts. Okay. Ja, da ist ein Type. Gehen wir mal ganz leise. Was war das? Feuerlöscher und Spritze austauschen. Hm. Die armen Schwestern hier, die sind alle... Ah, und da ist schon der nächste, die nächste Sicherung. Machen wir mal. So, und verstecken wir das Ganze. Okay, der Typ kommt hier hin. Bis dorthin kommt er. Wollen wir ihn ausschalten? Nein, was machst du denn? Versteck dich. Da hinten ist noch jemand. Den schalte ich jetzt aus. Nein, verdammt. Verdammt. Jetzt leg dich schlafen. So, den steppen wir sofort weg. Aber wohin mit ihm? Wohin mit ihm? Ach, was soll's? Ich lasse ihn hier einfach rumhängen. Aber bevor es weitergeht, muss ich hier leider wieder einen Schnitt machen, sonst wird der Part wieder zu lang. Also, seid ihr gespannt darauf, wie es weiterläuft? Dann schaltet im nächsten Part wieder mit ein. Bis dann. Ciao.